Hallo, in diesem Video erstelle ich eine Übersicht zu literarischen Texten. Doch zunächst erläutere ich dir, was überhaupt literarische Texte sind. Einige Textbeispiele sind dir bestimmt schon bekannt, wie zum Beispiel Märchen, Balladen, Sagen, Jugendbücher, Romane, die Kurzgeschichte und das Schauspiel. Nach dem Film weißt du, dass man literarische Texte in drei Gruppen einsortieren kann. Diese Gruppen sind die Epik, die Dramatik und die Lyrik. Doch jetzt erkläre ich dir erstmal, was ist überhaupt ein literarischer Text? Literarische Texte sind von einem Autor erfunden und erheben nicht den Anspruch, ein Geschehen wiederzugeben, das sich wirklich ereignet hat. Nun kommen wir zu der Frage, wo findet man eigentlich literarische Texte? Hier ist die Antwort sehr kurz. In allen Medien findet man literarische Texte. Im Buch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.